Hallo Leute, ja, wir sind hier bei Bayreuth. Letztes Mal haben wir ja schon Lüneburg als letztes, glaube ich, gehabt, sind dann ja noch rüber gewandert. Ich weiß gar nicht, wo wir zum Schluss waren, Zweibrücken vielleicht. Und jetzt müssen wir noch ein paar Städtchen weiter gucken und hoffen mal bald, dass wir was Neues kriegen. Ich sehe gerade die Zahl 634 Millionen, nee, 100.000, 600, nee, warte mal, 633.000, so ist es. Ist gerade ein bisschen viel Minus, aber ich glaube, wir haben auch letztens noch Bahnsteige gelegt und sowas und deswegen sind wir aber teurer geworden. Ich würde sagen, wir legen gleich los nach dem Logo, ne? So, dann sind wir jetzt hier unterwegs und WASD ist natürlich nicht das Richtige bei Simotrans. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwo weiterkommen. Muss hier ein Zug, kein Zug unterwegs, alles klar. Ich höre auch kein Pfeifen oder sowas. Da ist aber ein Zug. Ah ja, pingeln tut's gerade, das heißt, es geht. So, jetzt mal hier gerade geguckt. Hier ist aber bei Willig auch gar nichts dazugekommen. Der Zug fährt gerade von Willig weiter. Der hat 18 Passagiere, das ist gut, aber wir hatten hier diese Linie auch schon einmal abgefrühstückt. Wir müssen jetzt bei Bünde gucken, wie es da aussieht. Ja, hier sind zwei Stellen, wo was wächst. Das ist auch gut so. Wer steht am Bahnhof? 13 Personen, das geht auch. Ettlingen ist das nächste, glaube ich, ne? Oder wie heißt das? Ja, Ettlingen ist aber auch noch nicht so weit gewachsen, dass da was nicht passt. Gehen wir über die Karte nach Willensdorf. Willensdorf hieß das, ne? Willensdorf ist das. Da war die Burg, hier ist das Städtchen, drei Häuschen. Okay, hat sich schon zugebaut ein bisschen. Das passt. Wie viel stehen jetzt hier am Anleger? 59 Passagiere. Da hatten wir aber die Strecke letztes Mal umgebaut. Die Schiffe fahren ja jetzt hier ein bisschen anders, aber das ist tatsächlich voll. Und so wie es aussieht, ist das das letzte Schiff, oder? Ne, da sind mehrere drauf. Und die anderen kommen erst rüber. Ist aber auch voll. Na, da fängt es dann an, nicht mehr voll zu sein. Aber nicht schlimm. Auf der anderen Seite stehen ja auch noch ein paar. Und da brauchen wir ein paar Schiffe mehr, die das machen. Die kamen jetzt von hier, glaube ich, oder war es von oben? Weiß ich nicht. Hier stehen auf jeden Fall 30 nach Achim, Lüneburg, Zweibrücken, also nach da unten runter. Wellensdorf nach da sind 18. Hier kommt gerade ein Schiffchen rüber mit 16 wieder voll, auch gut. So, Schwandorf ist leider nicht gewachsen oder sieht auf jeden Fall aber gut aus. Dann hatten wir hier Lippstadt. Lippstadt machte mir so ein bisschen Sorgen, weil da geht gar nichts voran, bis auf dieses eine große Haus. 3-2 ist das, ne? Aber ein guter Wert für das eine Haus. Ja, dann haben wir Erlangen hier noch. Wo kommt Erlangen? Ah, hier sind erstmal so ein paar Schiffe, das fährt bestimmt nach Erlangen, ne? Ja, so sieht's aus. Ist auch voll, sehr gut. Weiter geht's nach Erlangen. Jetzt muss hier unten die Burg sein, oder? Ja, ein bisschen vorbei sind wir. Sind denn da Leute drin? Da nicht. Da sind auch keine drin. Das ist schlecht. Hier sind aber drei drin. Passiert hier jetzt was? Nö. Sind denn hier welche, die jetzt dahin wollen noch? Nö. Erlangen Rathaus ist leer. Wie sieht es hier nach dem Hafen aus? Da sind auch keine drin. Das ist knapp vorbei gewesen. Da sind keine drin. Wir stehen am Hafen. 23. Ja, Erlangen Rathaus wollen einer hin. Das wird dann gleich von der Kutsche abgeholt. Aber hier sieht es aus, als ob hier was nicht passt, ne? Die fahren nicht, doch, die fährt. Ah, okay, die hat auch sechs drin. Und die zweite. Auch nochmal sechs, okay. Und die dritte hat jetzt einen. Da ist noch einer mit 6. Ist dem so? Sind das zwei Kutschen? Könnte natürlich sein. Da ist ja gerade einer rumgekommen. Okay, aber das ist alles passend, würde ich sagen. Jetzt hat man hier unten noch Venenden, ne, oder? Wir stehen hier am Hafen. Noch 26. Alle wollen weg. Sechse wollen nach Venenden. Okay. Wo ist der Zug? Der wartet, dass er unten beladen wird, oder? Ah ne, der ist nur unterwegs. Hat 12 geladen. Fährt zum Rathaus. Das Städtchen hat zwei Häuschen dabei. Okay. Aber steht niemand, der mit möchte. Schade. Gut, wo Friedrichsdorf in diese Richtung? Wahrscheinlich kommen wir mehr nach Schwandorf hin, ne? Oder?
Nee, tatsächlich nach Friedrichsdorf so rüber. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, die Straße ist schon schön ausgebaut hier. Wir stehen hier 29. Aber da sind einige, die mit dem Zug weg wollen. Ja, hier unser Bauprojekt mit den Schienen. Sieht ein bisschen gruselig an manchen Stellen aus, ist aber so. Hier steht niemand. Wir stehen da. Achim, Gütersloh, die wollen alle weg. 28 an der Zahl. Wir stehen hier. 46 an der Zahl. Schwandorf, Schwandorf, Wilnsdorf, Wilnsdorf, die wollen auch weg. Passt, hier muss dann nur ein Zug rankommen, ne? Haben wir den mal angeguckt, den Zug? Wo ist er? Ah, fast am Zielort hier mit 48 Passagieren, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Sieht erstmal gut aus, oder? Mit wie viel fährt er denn zurück? Mit 28, okay, das ist auch eine gute Zahl. Da soll das Geld nicht dran liegen und wie wir hier gerade sehen, das ist wieder unter 600.000, das heißt, die Werte sind eigentlich ganz gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, ja, wir wollten jetzt nach Bad Mergentheim, das ist das nächste nach Friedrichshafen. Nee, Friedrichsdorf. Passt. Dann haben wir hier Achim. Sieht auch noch gut aus. Was sagt Neubrandenburg? Ja, die bauen hier schön was aus, aber leider an den falschen Stellen und keine Häuser. Nach da unten sind wir. Wir müssten Köln mitnehmen. Hier ist ein Sträßchen von Köln, aber ja, es gibt hier ein Häuschen. Na, stehen da noch welche? Bestimmt, ne? Wo fährt der Zug hin? Nach rechts oder nach links? Nach rechts. Das heißt, der fährt nach Jena und Königsbrunn. Oh, da sind ziemlich viele und intern auch schon. Okay. Da sitzt aber kein einziger drin. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass da nicht ein einziger drin da sitzt. Was macht Jena? Jena wächst und gedeiht. Was hat er hier? 49. Da fahren noch welche weiter, 23 nach Königsbrunn. Steigen aber noch 6 dazu, okay. Da war jetzt der Zug, der gemacht hat. Aber hier schön mit den Häuschen. Da noch eins, ja, Jena ist nicht klein. Und Königsbrunn sollte ja auch nicht so klein sein. Aber ja, hier geht die Straße sogar schon bergan. Vielleicht ist hier eins mehr geworden, weiß ich nicht. Aber leider nicht so, wie ich es mir vorstelle, ne? Hier ist Bad Zwischenahn, tut sich auch nichts. Gütersloh, ja, Gütersloh hat jetzt hier noch ein bisschen was gebaut und das Häuschen ist vielleicht sogar neu, aber ist innerhalb einer Haltestelle. Ja, da sind einige Leute hier unterwegs, ne? Hier hinten ist natürlich auch was, da könnte bald ein Haus entstehen. Ja, ist jetzt ein bisschen schlecht mit Ausbauen der Städte, aber naja. 29 Passagiere hier dran. Wir stehen an der Burg. 5, okay. Gehen wir runter nach Zweibrücken. Ja, das ist hier so die weiteste auseinandergezogene Stadt mit, denke ich, ne? Ja, unsere Straßen werden hier auch schon erweitert. Sieht erstmal gut aus, oder? Ja, warte mal. 20 von 62, okay, und wie bleibt er hier? Oh, 62 voll. Das heißt, hier unten muss irgendwo einer sein, der noch was mitnimmt. Das ist Achim, Achim, Bad Zwischenahn, Friedrichsdorf, Friedrichsdorf, Gütersloh, Schwandorf. Alles nach oben. 15 Passagiere. Okay, dann holt er ja da welche weg. Und hier, Ettlingen geht darüber, Willig geht der Achim noch nach hier, Bad Mergentheim hier, Zwischenahn nach hier, Jena nach hier, Zweibrücken nach hier. Da hat er auch nochmal was. Aber der voll wird der Zug nicht dadurch. Aber der eine, der stand jetzt hier, ne? Da, der fährt jetzt erst los. Sollen wir da noch irgendwo was ausbauen? Das ist, gefällt mir ja nicht so mit diesem. Also hier würde ich jetzt sagen, macht man hier so weiter, ne? Aber das hier ist ja irgendwie doof, ne? Aber das kann man jetzt wohl nicht ändern, weil der schräg, die Straße schräg ist, ne? Sollte man hier einfach noch ein Stück gerade bauen und dann, aber das ist mit dem Berg auch doof. Nee, lassen wir so. Die haben auch nicht lange gewartet, denke ich. Orthodoxe Kirche, steht da einer? Bestimmt nicht, ne? Oh, drei sogar. Wow, hätte ich nie mitgerechnet. Wie willst du denn hier auf der Stadtkutsche?
Ja, warte mal, da müssen wir mal hier gucken. Denn hier ist ja nur eine, ne, da sind zwei Stadtkutschen drauf. Und die ist auch voll gewesen. Da müssen wir mal gerade hier checken, wie hier die Haltestellen sind, ne? Oh, ich glaube, da ist mit einer Kutsche und zwei Kutschen zu wenig. Hier stehen 26 Leute. Wie sieht es mit den anderen Haltestellen aus? 15 Leute. Oh, ich glaube, wir müssen mal ganz schnell hier ein paar. Oh, 22 Leute. Hier müssen wir ganz schnell ein paar Kutschen hinhaben. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die von oben zu holen, oder? Wir haben 534, das ist auch gut. Ich glaube, wir machen mal Hallöneburg. Das ist alles so weit und die. Also warte mal, ist das ein Depot? Ach, das ist ein Depot. Ist also doch nicht so weit. Hier war ja keins, ne, oder? Nö. Gütersloh hat ein Depot. Ja, komm, dann machen wir das hier mit zwei Kutschen. Zwei, warte mal, doch, das ist das. Und dann die Kutsche. Und das ist Stadtbus. Zweibrückenkirche ist der Regionalbus, okay. Aber Stadtbus. War doch Zweibrücken gerade, ne, oder? Das war jetzt hier irgendwie falsch. Was hat er jetzt gemacht? Das war doof. Zweibrücken. Ich brauche den Stadtbus Zweibrücken. Regionalbus Kirche. Stadtbus Zweibrücken. Eigentlich müsste er ja ganz unten sein. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Hier gibt es keinen Stadtbus, nur Regionalbus und der fährt dann da vorbei oder was? Oder bin ich blind? Machen wir erstmal. Zweibrückenkirche ist das. Der fährt tatsächlich überall lang. Der Regionalbus ist auch gleichzeitig Stadtbus geworden, okay. Das jetzt eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Kirche rausnehmen und eine einzelne Kutsche dafür setzen, oder? Weil die fahren ja ewig da hin und her. Ist vielleicht nicht so prickelnd, oder? Warte mal, dann lass uns noch mal hier nach Gütersloh gehen. Eine neue Kutsche aufsetzen. So. Und Fahrplan ist. Fahrplan zur Linie. Stadt, Bus. Zwei Rücken. Schuss. Und jetzt mache ich den nochmal ohne den. Und dann mache ich das nachher den anderen Linie kleiner. So, von hier nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Und dann ist das fertig. Das ist fertig. Da sitzt der Stadtbus Zweibrücken da unten. Und jetzt kopieren wir das noch ein paar Mal und schicken die alle raus. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Kutschen von der anderen Linie haben. Das war Regionalbus Zweibrückenkirche. Da. Fahrzeugliste. Die ist gerade leer. Das bedeutet, die würde ich jetzt umsetzen. Ah ne, warte mal, das ist hier verkehrt. Fahrplan. Und der soll zum Stadtbus. Zwei Brücken. Wo ist denn der jetzt? Da ganz oben. Und fertig. Und die anderen beiden bleiben da drauf, aber diese Linie, die ist tot. Die ist irgendwie gerade eben geboren, ohne dass ich das da wollte. Fahrplan.
Jetzt müssten wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Fahrzeugliste. Kirche Zweibrücken-Rathaus. Wo fahren die gerade? Das ist die Frage, ne? Intern. Und der zweite. Da. Das heißt, das ist einmal der. Wo ist er gerade? Da. Die sind beide hintereinander. Das heißt, lass mal schneller laufen. Wenn wir Glück haben, fahren ja auch beide hintereinander her zur Kirche da hinten. Sieht gerade nicht schlecht aus, ne? Yep. Gut, das bedeutet, wenn die da hinten jetzt hinfahren, können wir doch jetzt den Fahrplan ändern, ne? Also, das ist die Kutsche. Das ist der Fahrplan. So, orthodoxe Kirche ist da und Rathaus ist da. Das heißt, der weg, der weg. Weg, 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 weg. Schließen und die fahren weiter, hoffe ich. Das waren jetzt Halte, die ich eingebaut habe, oder was? Aber ich habe doch geschlossen. Was passiert jetzt hier? Ich sage jetzt nicht, dass es hier, ist hier hinzugekommen, ey. So, schnell zu und fahrt weiter. Wo kommt er denn jetzt hier weg? Ach, das ist bestimmt schon eine neue Kutsche, ne? Kann das sein? Das könnte sein, ne? Das ist schon eine neue. Ist die erste von den neuen. Ja, genau. Okay, zwei fahren da oben hin weiter und der Rest ist hier. Schön wäre, wenn die nicht so nahen Abstand hat. Nee, Fahrplan ist gut, dann bleibt die stehen. Und lass mal schneller laufen, bis die andere hier irgendwo in der Nähe wieder ist. Dann haben die mehr Abstand. Weiß zwar nicht, ob die wieder aufholen wird. Ich glaube, wenn ich die jetzt da oben sehe, kann ich die andere starten, oder? Jetzt kann ich die hier zumachen und die haben genug Abstand, denke ich mal. Aber wahrscheinlich werden die irgendwann wieder aufholen oder so, weil hier ein Zug ist oder irgendwie sowas. Da kannst du dann sowieso nichts dran ändern. Dem ist dann so. So. Was sagt die Burg? 9 Passagiere, passt. Wie sieht es hier im Hafen aus? 11 Passagiere. Alle wollen weg. Kommen dann welche mit dem Schiff noch rüber? Nein, nicht mehr. Fahren dann welche mit dem Schiff weg? Ja, die Hälfte, 8. Die müsste dann voll sein, oder? Ja, ist es auch. Das klappt aber hier mit den Schiffen, denke ich. Hier stehen 13, die aber auf den Zug warten. Hier stehen bestimmt keine, genauso wie immer. Aber wir haben gesehen, die andere orthodoxe Kirche funktioniert, ne? So. Bayreuth will was machen. Da ist ein Stückchen Straße dabei. Aber wir sind auch schon wieder einmal rum, ne? Ja, da ist nichts. Jetzt lass uns noch schnell bei Bünde vorbeigucken und bei Ettlingen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, nee, doch nicht. Das ist noch abgedeckt. Aber hier ist ziemlich viel Straße. Da kommt bestimmt bald ein Haus dazu. Jo, da würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.